Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Field Snow mit euch und meiner Wenigkeit. In dieser Folge, ich check mal kurz was nach. So, in dieser Folge machen wir uns rein nur drauf auf, die Königin zu besiegen. Ich habe ein bisschen was schon gemacht. Ich habe ein paar Tränke gemacht. Ich habe uns wieder Rüstung gegeben, weil es war total am Arsch. Ja gut, die Swords sind jetzt auch halb am Arsch, aber ich denke mal, das reicht vollkommen. Pfeile habe ich uns gemacht, halt. Und wir begeben uns jetzt einfach direkt gleich zur Königin und versuchen unser Ziel. Ich habe jetzt gerade ein wunderschönes Level erreicht, zwei Stück, worauf ich auf Windblade gehe. Wir gehen jetzt wieder nach Todolfs Haus. Wir haben noch 21, 33. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir können ein wundervolles Eskimoschen Ring. Ah ja, ich habe uns ein zweites Regenerations-Ding geholt. Gut, für sogar noch längere. Womit wir halt länger aushalten können. Irgendwie. Ich hoffe, es bleibt noch so. Da ist es. Okay, da gehen wir jetzt sofort rein. Wir können ja hier noch warten, bis wir voll sind. I wish I could talk, but it won't help. So, 2 Minuten haben wir noch unseren Increased Speed. Ich hoffe, das reicht vollkommen aus. It's such insolence. That is your only safe grace time. So. Du Penner. Ja. Mach ruhig. Ich habe ja genügend Tränke gesammelt. Okay, das macht richtig viel Schaden, wenn es direkt in der Nähe ist, aber ich schaff das nicht. Na, wenn die Dinger runterkommen. Dann machen wir doch gleich mal hier einen auf. Okay, das ist die richtige Reihenfolge. Vielleicht habe ich mich einfach nur dumm angestellt. Schön, dass man das dreimal in der Nähe. Also mit diesem Speed geht das echt wirklich gut. Ach so, so macht er das. Na gut. Alter, wir haben sie ja schon fast. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen, oder? Das ist ja, ich keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Was machst du jetzt? Okay, wieder. Das ist richtig gut mit dem Speed. Guck mal, ich bin schneller als. So, ich sollte jetzt noch auf mein Leben achten. Und tschüss. Oh, ich glaub's nicht. Das ging einfach, so einfach. You rescued a peaceful city. Ohne Antwort, ohne gar nichts. Sie ist einfach nur. Einfach weg. Okay. Dann besuchen wir doch gleich mal. Wie lange? Naja, noch ein paar Minuten. Ich sehe nicht. Ich muss den Toter wieder zurücknehmen wahrscheinlich. Ich kann aber nichts.
Ich habe nämlich keine Lampe. Ja, ich habe keine Lampe. Ich bin der Meinung, sie sollten es dauerhaft dunkel machen. Ich dachte anfangs, wo ich da reingekommen bin, oh mein Gott, es ist ja stockfinster da drin. Da kommst du nicht weit ohne Lampe, aber du kommst ja schon eigentlich weit mit Lampe, also ohne. 6, 7, 8. So, jetzt. Ach, da ist jetzt ein Teleporter. Wieso seid ihr hier drin? Okay, gut. Ja. Weapon. Ich habe die Schmiede wieder zum Leben erbracht. Sag einfach Bescheid, wenn du irgendwas Neues brauchst. Und außerdem, ich könnte deine Hilfe gebrauchen, wenn es dir nichts ausmacht. Ich war dabei, ganz besondere Swords, Stiele, die Halterung herzustellen. Aber ich benötige dafür Tantalum. Ich hatte ein bisschen, aber es ist leider verschwunden. Wahrscheinlich geklaut. Aber es sollte noch genügend in Old Valley sein. Könntest du vielleicht... Das klingt einfach genug. Super. Sende mir ein paar Tantalum. Oh, und wenn du irgendwas brauchst, und du musst die mechanische Eule dafür verwenden. Was? Geh nach Ironville. Die Bewohner werden dir dort alles erzählen, was du benötigen musst. Okay, aber ich weiß ganz genau, ich brauche von dir Bombs. Many, many Bombs brauche ich. Many, many. Many, many, many. Wenn ich sage many, sind es many. Ich brauche many, 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 many Bombs. Oh, ich kann den dritten Stack nicht mitnehmen. Ist mir wurscht, ich brauche den anderen nicht. So. Ich brauche many, 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 many Bombs. Many. Many Bombs. So many, dass es viel zu viel ist. Das ist einfach, ich brauche es. Die Bombs sind geil. Ich kann damit leider keinen. Oder ich habe es auch gar nicht probiert. Kann ich damit. Das sehen wir. Ich zeige euch erstmal, was für schöne Bomben machen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann Geld brauche. Ganz viel. So, mit wem muss ich denn hier eigentlich reden? Hier ist die Mechanical Owl. So. Use. Muss ich mit dem hier reden? Welcome to Ironville. Ja. Oder? Nein. Mit dem Merchant vielleicht? Nein. Meine Quest sagt... Hierhin. Get Tantalum. Oh, wahrscheinlich war ich mit dem einen schon geredet. Geht das? Oh, Entschuldigung. My bad. Das war eigentlich keine Absicht, aber... So, ich benötige Tantalum-Ohr. Das sind die wundervollen Dinger hier. Yay, yay. Und das ist so toll abzubauen. Ach, verdammt. Ich hatte vergessen, dass ich wieder voll bin. Also, Ich freue mich, dass du mein Haus verteidigst, aber leider bist du entlassen. Ich kann leider keine neuen Leute hier brauchen. So,
Ich habe jetzt hier 20, 40 Tränke. Die packe ich jetzt erstmal hier rein. Ich brauche irgendwie erstmal Platz und Taschen. Das ganze Zeug ist alles. Nance Texture. Keine Information, was man damit machen kann, aber man hat es herausgefunden. I have to send Roland a sample of Tantum. Eins reicht? Okay. Schön, ich brauche dann keine Iron mehr. Ich werde auf Iron sammeln. Wer braucht das schon? Achso. Mist. Die hier. Und das. So. Die Tränke stelle ich jetzt hier rein. Das ist jetzt eine gute Frage. Dance Texture brauche ich dann hier fürs Verbrennen. Natürlich. Okay. Hier habe ich noch einen Blue Ring und Green Herbs. Ich muss das mal. Also, ich werde das mal auf Stream machen, dass ich einfach mal alles sortiere, was ich da drin habe, weil. Das ist ein Chaos da drin. Schlimm. So. Und wieder da. Okay, wir haben so viele Bomben. Es ist immer dasselbe. Na gut. Sollen wir wurscht sein? Tschüss. Ja, damit kann ich die Leute aber auch verletzen. Oh, ich hasse die. Ich hasse die einfach nur. Oh, ich hasse die noch mehr. Tut mir leid. Ich habe aber gerade keine Zeit für dich, das ist das Problem. Ich muss Tantalum-Ohr sammeln. Ich muss aber sagen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl Tantalum. Und man benötigt aber dann auch nicht mal so viel. Einfach nur aus dem Grund, weil man reparieren kann. Reparieren. Ihr habt richtig gehört. Reparieren. Das Tolle ist wirklich, du kannst es beim Händler machen. Du kannst nicht selbst reparieren. Das heißt, du brauchst Kohle. Jede Menge. Oh. Autsch. Es macht eigentlich Schaden. Das wusste ich nicht. So, das war's. So, und weiter geht's. Nein, geh weg. Nein, ich will nicht. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Was ist das für einer? Okay. Sorry. Keine Zeit für dich. Will auch nicht. Das war so klar. Sorry. Der geht halt, also mit Skill geht er noch schneller dort als. Und hier unten wird man halt die ganze Zeit konfrontiert. So. Da haben wir nochmal 3, 1. Ist hoffentlich passend. Ansonsten muss ich halt noch einlegen. Ja, passt. Perfekt. Weil wie ihr seht, es lässt sich einfach so schnell abbauen. Und. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Screw it. So. Ich denke mal, Leute, wir haben genügend Tantalum. Was für ein Penner. Oh.
gerade Oil mit. Ja. Flieg los! Ich denke, Roland wird erfreut sein. Versuche ich mir Französen und Ben. Ja, dann hätten wir die Quest abgeschlossen, gell? So. Ja. Wieder hier. Da habe ich Liquid Oil. Ich habe da drin Liquid Oil. Ich. Ja, wisst was ich meine. Das geht so gar nicht. <lacht> 20 Liquid Oils. Also die reichen vollkommen. Wenn ich immer wieder was brauche, habe ich da. Alles super. Jetzt kann ich dann Tantalum herstellen. Aber ich habe so viel Iron noch. Das mache ich nicht. Nein. Ach, wie sehr habe ich dich vermisst. Ich brauche mehr Mana. Und meine Mana regeneriert sich eigentlich recht gut. Und beim nächsten Level gehe ich dann auch automatisch auf Mana. Und was? Das war's. Ich kann halt sogar Iron Ignots dort kaufen. Na, wenn irgendwann mal kein Iron Ignot mehr unten ist. Ich würde mal sagen. Ja. So, das heißt, ich muss jetzt den. Mit dem hier, gell? Welcome to Ironville. Our humble village. Also. Willkommen zu Eisenstadt. Ja, genau. Zur Eisenstadt. Unsere kleine Stadt hat sehr selten Gäste. Ich habe schon mein Haus aufgebaut, das heißt, ich bin eigentlich Bürger. Schon das jetzt die ganze Zeit anhören. Toll, oder? Oh Mann. Na gut. Was bringt dich heute zu uns? Ich bin hier wegen der Bitte meines Freundes. Was ist hier passiert? War diese Stadt nicht flourishing? Flourishing ist erblühend, oder? Ach, die hier. Die Markans haben angefangen. Begangen uns auszurauben in unserer fröhlichen Stadt, lieben Stadt. Peace. Die klauten unser Haus, unsere Waren, Spare Parts. Ich glaube, die haben unsere
all unser Proviant, unser restliches, unsere Ration, glaube ich, geklaut. Ach. Nun können wir uns nicht mehr selbst reparieren und unser Haus. Wir werden zu Rost. Kann ich da irgendwas dagegen tun? Alter, die würde ich jetzt gerade so derbst in den Arsch treten. Wir würden 100% nicht die Bitte abschlagen, also haben es einfach kurz gesagt. Wenn du einige Sachen von dem Markans wieder nehmen könntest, wäre das sehr, sehr erfreut. Oh. So Leute, ich bin stinksauer auf euch. Wie ich den einen anscheinend nicht getroffen habe. Okay, jetzt bin ich sauer. Tschüss. Was gibt's eigentlich nach der Steigerung von sauer? Eigentlich noch mehr sauer. Und dann noch mehr. Fein, machen wir uns gerne. Okay, das machen wir doch, Leute. Das machen wir. Wir werden jetzt noch diese Quest abschließen. Wir werden denen mal zeigen, wer hier der Boss ist. Irgendwie so. Klauen die einfach das Zeug. Lassen es Rost werden. Okay, jetzt wird's hart. Ich glaube, das. Okay, hat gereicht. So, das klaue ich euch. Du hast ja sowieso nichts damit. Oh. Ich wollte gerade sagen, du hast damit sowieso nichts zu tun, aber. Autsch. Oh, hell no. Wisst ihr, was ich dazu sag? Tschüss. Ihr Dreckspenner. Hehe. Na, ich mach ich fertig. Vielleicht hätte ich sie doch einzeln umlegen sollen. Hä? Was? Not enough Mana. Oh. Ein Mana habe ich jetzt. Zack. Dümmer ich jetzt. Ups. Das war totale Absicht. Eigentlich müsste ich das mal wirklich machen. Jemanden stunnen und dann weggehen mit einer Bombe. Oh, soll ich ihn bringen oder was? Ne, es wird wieder nur dumm angezeigt. Dann bitte. Thank you. Ich danke dir. Na, und sind wir endlich wieder in der Lage, alles zu reparieren. Was wollen die Markans mit diesen, all diesen, Ersatzteilen, Spare Parts, Ersatzteilen machen? Ich habe gehört, dass in der Haupt-Markans-Camp, also in der Hauptbasis der Markans, sehr viele Boilers stehen. Es ist vermutlich, vermutlich werden sie diese zusammen einschmelzen und Waffen daraus herstellen. Waffen? Ich muss mich sehr schnell beeilen. Ich finde Camp auf dem Erdmeeren. So, jetzt gucken wir mal kurz. Ich denke mal, ich gehe auf Windblade. Mal gehen wir auf Windblade. Wir machen das Ding voll. 5 und dann gehen wir auf Mana, weil wir brauchen Mana. Ich habe nicht so viele gesammelt. Wir sind gerade mal bei 4 und. Also da ist ein Camp. Jetzt gucken wir mal, wo der Hauptcamp ist. Brauchen wir das schon? Nö. Hä? Toll. Na egal. Guck mal, das ist ein halber Pfeil. Sieht man das? Ja, sieht man. Komm, du explodierst mit. Jetzt dir zweimal überlegen müssen, wo du attackierst.
Na komm. Ich fühle mich verarscht. Ich kann auch rennen, ne? Das wisst ihr! Mir gefällt das nicht, dass der da drin ist. You can't use it here. Kann ich das hier usen? Aber hier? Okay. Ich gehe mal kurz zurück. Jetzt sind gerade die Bedenken, sollte ich Leben mitnehmen? Es könnte wichtig sein. Wenn du mich fragst, kannst du erstmal so probieren. Ich habe zum Glück noch ein zweites Schwert. Weh, da ist jetzt noch einer drin. Oh Gott, das sind zwei drin. Penner einfach nur. Komm mal her. Ich will nicht unbedingt Besuch bekommen. So, na dann, jetzt warten wir noch, bis Mana voll ist. Wow. Na, noch ein bisschen mit Leben. Ja, mit ein bisschen mit Leben. Und wir haben ja keine Tränke. Und das würde einfach nur dazu führen, das wird sehr, 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 sehr schnell umfallen. Aber ist auch gleich wieder voll. Kann auch sein, dass wir gar keinen Kampf kriegen, wer weiß. Aber das, ich will keinen Kampf kriegen. Diplomatisch lösen. Ja, ja. Wahrscheinlich erstmal eins aufs Maul und dann. Naja, wir haben die Ice Queen, haben wir auch nicht mit der geredet. Es ist einfach nur schade, dass wir alles irgendwie zerstören müssen. Naja. Dann wollen wir doch gleich mal, ne? Findet ihr das nicht ein bisschen zu übertrieben? Findet ihr das nicht ein bisschen zu übertrieben? Er hat ein Herz. Achso, ich habe es gar nicht erzählt. Ich bin Makan, klar, der Chief, also der Häuptling der gesamten Gruppe. Was bringt dich hierher und bringst einfach meine Gefolgsleute um? Und dann hat er gesagt, eure Gefolgsleute, es würde nichts bringen und eure Gefolgsleute rauben die Stadt aus. Und dann sagt er, warum bist du darin, warum kümmerst du dich darum? Du siehst aus, als wärst du von sehr, sehr weit entfernt. Das hat, das interessiert nicht, weil wegen dir tut die Stadt in zerbröseln in Rost. Bald wird die Stadt nicht mehr vorhanden sein. Du bringst sie alle um. Deswegen kann ich das nicht zulassen. Das ist nicht meine Schuld. Ich bin nicht, ich habe nichts mit dem
mit diesem Metall zu tun, das du nennst Ersatzteile. Ich nehme Befehle von einer alten Maschine an. Ansonsten tödlich, terrible dead, also höllischer Tod ist passiert mit meinen Leuten. Lass mich gehen und ich werde die Maschine aufhalten. Du, haha. Deine Fäuste werden ihn niemals erreichen. Ich besiegte die Königin Knackness in dem Cave-Höhlen. Richtig. Also es wird wahrscheinlich keinen Unterschied geben, ob du stirbst hier oder bei der Maschine. Wenn du die höllische Maschine besiegst, dann soll es so sein. Ich ziehe meine Brüder zurück. Ein weiteres? You rescued a peaceful Scythian. Gleich mal wieder zurück, ha? Kann ich jetzt von hier aus? A peaceful. Ich habe noch nicht mal gewonnen, ist das? Da kamen gleich mal 80.000 aus diesem scheiß Wohnhaus. Das fand ich angenehm, ey. Find the alien machine. Your goal, the alien machine, is the one behind the production weapon. Find it. So, jetzt muss ich mal gucken. Alter Mann ist da. Da ist auch nichts ganz. Kann ich auf der Karte sehen vielleicht? Das ist ganz. Es ist nicht repariert worden. Bei dir vielleicht jemand noch mit eingezogen? Nein. Keine Ahnung. Ach, wer haben wir denn da? Lalala. 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 Okay, ich gebe auf. She sounds beautiful. What is the point of this? Egal, wurscht. Also, das bedeutet, wenn ich also sehe, 1, 2, 3, müssten insgesamt noch 3 Leute befreien können. Das sind einmal die Farm, ich weiß gar nicht, was die anderen 3 waren. Habe ich schon wieder vergessen. Die Farm war es, glaube ich, hier, oder war die Farm drüben? Hier kann auch die Farm gewesen sein, aber es sieht aus wie ein fahrender Händler. Und hier ist ein Haus. So, mit einem Angelding. Also es muss irgendein Herr gewesen sein oder eine Frau, glaube ich, weniger. So, das heißt, wir haben noch 3 und jedes Mal bekommen wir vielleicht noch zu 100% noch irgendeinen Bewohner, der draußen irgendwo rumgammelt. Also, das wird vielleicht noch eine riesen Aufgabe, wenn das Ding fertig ist oder wenigstens abgeupdatet worden ist. Also die Maschine ist hier. Leider war ich schon mal dort. Da war ich dann einfach mal so. Ich bin nämlich damals im alten Teil, bin ich hier runtergegangen und habe dann mein Haus dahin gebaut. Und direkt nebendran war diese blöde Riesenmaschine. War nicht toll. Na gut. Wir verlangen uns jetzt erst einmal wieder nach Ironwild. Ich will ein Todeshaus irgendwie auch was hinbauen. Ich fühle mich da irgendwie dazu verpflichtet. Okay. Wir haben das alles erreicht. Kann man jetzt wieder aus. Wir haben eigentlich die meisten Quests reingemacht. Wir werden jetzt nicht unbedingt zur Maschine gehen, weil die wird bestimmt noch härter. Das ist kein gutes Ergebnis. Ich weiß aber auch schon, wir werden eine Gasmaske benötigen. Das heißt, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, wir müssen sammeln, wir müssen all den ganzen, das ganze Zeug machen. So, wir haben nur noch eine Waffe, das ist gut.
Tantalum-Ohr haben wir jetzt auch erstmal gesammelt. Ich denke mal, das reicht auch erst einmal mit dem Tantalum-Ohr. So. 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 Das werden wir benötigen, wenn wir die herstellen, aber jetzt erstmal noch nicht. So, ich denke mal, ich nehme 20 Bomben mit. Ich lasse mich doch nicht schlagen, hallo? Ein Garten würde ich, also hier ist schon ein Ding, würde ich hier mal durchziehen, weil... Jetzt mal hier meine Ruhe, aber... Sorry, Baum, muss da weg. Well done ist jetzt, dass die absolut gar nicht attackieren. Sind jetzt mit uns befreundet. Was kann ich eigentlich dem Herrn sagen? Sagt er was oder nichts? Nein. Ist leider auch noch nicht so, dass die jetzt im Laufe der Zeit sich wieder reparieren und sie wirklich ganz sind. Leider. Hat er gerade meinen Skill geblockt, womit ich den eigentlich... Ach komm. Jetzt hat mal was wieder zu essen. Ja, geh mal kurz weg. So. So. Ah, da ist noch eine. Na, die mache ich nicht. Ich habe aber nichts mehr zu essen. Ich klaue lieber von oben erst einmal. Ah, die sind auch alle frisch. Die kann ich mal alle pflücken. Und danach muss ich was für meinen Geldbeutel machen. Wir brauchen nämlich eine Gasmaske. Dann brauchen wir nämlich eigentlich auch den Hat nicht mehr, aber Schloss. Ob ich jetzt 2 Schaden mehr mache oder nicht, das ist so. Das ist so eigentlich wie Kloßbrühe. Ist egal. Ups. Fine Beyond, glaube ich was. Ich erwarte gar nichts anderes von diesem blöden. Also mit dem Skill geht das alles so schön. Trotzdem sind es Nervensägen. Ja, genau. So, na gut. Haben wir das eingepflanzt? Jetzt sollte ich mal ein paar Lollipops pflücken. Die setzen wir dann hin. Und dann schauen wir mal.
Sicherheitshalber mal ein paar Lollis hier rein. So. Machen wir mal einfach mal. Machen wir einfach mal ein Feuerchen, oder? Ups. Ich dachte, das geht. Schade. Ach ja, und je mehr ich in das Feuer reinlege, zeige ich euch gleich mal. Jetzt ist es noch gar nichts. Je mehr ich reinmache, desto stärker und desto länger brennt. Und man sieht auch dann, dass das richtig fackelt. Und das ist richtig geil gemacht. Das finde ich ein sehr ein schönes Detail. Sehr schönes Detail. So, Ice Rose Seeds haben wir hier. Das ist nicht das, was ich wollte. Kann man am besten mit hoch gleich. So. Ach ja, es ist Nacht. Hab ich gerade vergessen. Wir warten noch bis Tag. Können wir hier noch ein bisschen was machen? Ich habe hier noch eine Crew, ne? Weißt du was? Die baue ich hier einfach mal hin. Ach so, ja, genau. I can't build near the settlement. Habe ich direkt an der Grenze gebaut oder was? Scheiß drauf. So. So, jetzt ist wieder Tag. Ja. So. Hier haben wir Holz drin. Verschiedene Bäume. Hier haben wir nochmal ein Fragment. Jetzt fange ich doch an zu sortieren. Ah, ich muss direkt gleich aufhören. Weil wenn ich jetzt anfange zu sortieren, dann sind wir bis morgen früh hier. Passt. Also ich will jetzt auch nicht mehr machen. Hier sind noch die... Hör nicht auf. So. Jetzt Schluss. Aus. Finito. Wir haben jetzt genügend Platz. So. Pflück das Zeug hier. Muss alles weg. Alles muss weg. Alles muss mitgenommen werden, muss verkauft werden und dann, ja, gleich wieder hingepflanzt. Ah, mir fällt gerade ein, wenn ich dann wieder hierher laufe, sollte ich die Grass Seeds, die drüben liegen, mitnehmen und dann hier anpflanzen? Ich denke mal, das ist optimal von der Vorstellung her. Lalalala, du sollst da unten anfangen. Genau, ich brauche die. Fürs Erste. Ich muss so oder so alles mitnehmen. Die Frage ist halt, wie viel ich mitnehmen kann jetzt gerade. Okay, läuft. Ich würde denen ja gerne helfen. Ich würde ja gerne in der Stadt einfach, wenn sie das einführen würden, sowas wie, dass du den Iron geben kannst. Du kannst ja auch Iron kaufen, aber wenn du den Iron geben kannst und eine bestimmte Menge, dass sie halt sich wirklich langsam reparieren. Die haben schon viele, viele Sachen mit eingeführt, aber das, ich sag mal, das fehlt. Allein auf der, ich sag mal, auf der menschlichen Basis, weil man sich dann einfach schon ein bisschen schlecht fühlt, wenn man die Stadt dann immer noch so sieht, halb vergraut und kaputt. Naja, da muss halt noch was gemacht werden. Das kann ich nicht mit ansehen. Ich muss das einpflanzen. Na, dann kann ich gleich den mitnehmen. Den hier hoch. Den hier hoch. Hier kann ich ja langweilig machen. Aber zum Glück ist hier nichts. Hier sind ja nur meine Bäume. So.
reicht. Ist ja nicht alles in meinem Gebiet. Ich will halt alles, was in meinem Gebiet ist, mitnehmen. So. Ich könnte ja mal auch mal andere anpflanzen. Und das mal ein bisschen kurvig aussieht, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich habe eine 6er-Reihe, das heißt, ich kann einfach nach links, rechts immer dann gehen. Ha. Na, ich kann es nicht verändern. Man muss halt das eine mit sammeln. So, und da die Sticks ja so oder so. Naja, ich muss mir mal was überlegen. Hier. In der Basis. Bei der anderen Basis habe ich mir ja schon was überlegt. Da wird es aber auch immer mehr und immer mehr. Ich weiß auch nicht mal, wohin damit. Also wenn ich die Sticks einpflanze, habe ich auch die Möglichkeit, wieder verschiedene zu nehmen, gell? Kurz schauen. Falsch. So. Ja, genau. Ich habe drei Möglichkeiten. Entweder das, das, was ich eigentlich am schönsten finde, und das. Ich habe jetzt erstmal von der Regen in die Traufe entschieden. Diese Hängedinger da. Die so immer aussehen, wie als würden sie traurig sein. So. Wir haben uns auch gleich unsere 50 Minuten erreicht. Dann werde ich das nur noch verkaufen und... Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ich denke mal, wir sollten uns dann anfangen, ein bisschen Mana zu sammeln. Das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Na? No. Nick, nick. Nick, nick. Die Schleims sind schon... Die haben schon was. Sind die Schleims nicht so richtig männlich? So. Sell. Jetzt gucken wir mal. Green Herbs verkaufen. Man kriegt einen Haufen Kohle mit Angeln. Das mache ich gleich mal. Nein, machen wir das in der nächsten Folge? Ja, komm. Ich zeige euch in der nächsten Folge, wie man schön angelt. Das habe ich bisher noch gar nicht gezeigt. Würde ich hier ein, kennt ihr das schon aufnehmen? Das wäre das voll die Schande. Dann wäre das voll die Schande. Extremst. Das wäre so eine Schande, wenn ich das Angelsystem nicht zeigen würde. Na gut. Aber noch. Ja, komm. So, zeigen wir mal. Die Angel. Twix und Rope. Na dann. Randa, warte mal, Randa. Zack, einfach Iron Wool. Ich habe nämlich hier. Okay, reicht. Wisst ihr was? Nee, reicht. So. Jetzt geht's wieder nach Snowville. Dann geht's durch diesen Portal. Hat alles seine Gründe. Alles mit der Roots. Hat alles seine Gründe. So, jetzt brauche ich noch Sticks, gell? Twix. Fishing Rod, dann habe ich erstmal eine Fishing Rod. Mal kurz zu sagen, dann habe ich erst gerade mal eine Fishing Rod. Achso. Zum Glück habe ich das ja hier. So, als nächstes benötige ich noch ein Ice Drill, dafür benötige ich Stones. Hier liegt doch bestimmt irgendein Stone, oder? Ich komme mit dem Stone-Mangel echt nicht klar. Ich habe in meiner Umgebung schon alles abgepflanzt. Och, du meine Güte. Mein Wurm sieht aus wie ein Stück Holz, du. Gut, Iron Bow. Ich weiß, hier habe ich noch welche. So, ich habe alles mit, womit ich jetzt einfach einen Ice Drill herstellen kann. Ab nach
Snow World. Wisst ihr was? Ich werde euch dann in der nächsten... Bam! In der nächsten Folge zeigen, wie wir angeln. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wie viel also welche Uhrzeit ihr guckt. Und oder einen wunderschönen guten Morgen. So.